So, hier haben wir den Testmischel 1.1. Damit er bei der Autofahrt gut geschützt ist, stellt euch heute mal Kurzsysteme für Schwangere vor. Das hier ist der Schwangerschaftssicherheitsgurt Nummer 1, bezeichne ich nachher in dem Video als Samtsäckchengurt. Der kostet jetzt 20 Euro. Und dann hätten wir noch den Schwangerschaftssicherheitsgurt von Zuwit für ca. 22 Euro. Die Gurte eignen sich natürlich nicht nur für Schwangere, sondern wenn man zum Beispiel im Bauchbereich operiert wurde, dann könnte man so einen Gurt im Auto auch verbauen. Ob solche Schwangerschaftsgurte Sinn machen oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Die beiden Links zu den Produkten poste ich dann mal im Textfeld unter dem Video. Und so bekommt ihr dann die beiden Gurte geliefert. Der eine ist nochmal hier in so einem Karton drin. Machen wir das mal gerade auf. Dann nochmal extra verpackt. Und das ist wohl eine kleine Anleitung. So, und der andere, ja, der steckt einfach hier in so einem Plastik, war vorher auch in einem Karton, also einem normalen Verpackungskarton. Also ist der andere schon mal ein bisschen besser, aber, oh, guck mal hier, der hat ein schönes Samtsäckle, seht ihr? Das ist natürlich dann ein bisschen schicker als das weiße. Samtsäcklegurt macht's besser, ihr seht's. Farbige Fotos mit Text kriegt man sehr gut erklärt, wie ihr den Gurt dann an den Sitz befestigen müsst. Ja, und der andere, der hat einfach hier nur so ein paar Abbildungen ohne Text. Und da muss man dann schauen, wie ihr den Gurt dort auch dann an den Sitz befestigen tut. Und so schauen sie aus, die beiden Gurte. Vom Material her sind sie fast identisch. Ihr seht's, Samtsäckchen ist ein bisschen breiter. Und zwar, ich denke mal, das sind gut, ja, so ein halber Zentimeter, und der glänzt ein bisschen mehr und ist nicht ganz so schwarz wie der andere. So, dann Befestigung. Würde ich mal vergleichen mit aus dem Flugzeug. Und zwar macht ihr hoch das hier, also ihr drückt es hoch, und dann könnt ihr das hier unten rausziehen. Das kommt nachher durch den Sitz und wird nachher einfach wieder hier reingeklackt. Und dann könnt ihr das so festziehen. Finde ich ziemlich gut, ist auch sehr einfach gemacht und geht leicht von der Hand. Jetzt kommt der andere Gurt. So, jetzt muss man erstmal hier zack, zack, zack den machen und siehe da am Schluss, nö, da ist ja gar nichts zum Reinstecken. Ja, der funktioniert folgendermaßen, also auch wieder dann durch den Sitz, dann einmal nach hinten und hier steckt ihr dann den Gurt durch und hier vorne dann wieder runter. So. Zum Verstellen hochdrücken und dann einfach ziehen. Also bei dem war es einfach rausziehen, Gurt durch, wieder reinstecken, festmachen. Und hier muss man halt den Gurt erst da durchmachen und kann das dann nachher dann auch festziehen. Also Samtsäckle finde ich da schon wieder besser gemacht. Wie befestigt ihr den Autogurt? So, bei dem hier, das liegt ja nachher auf dem Sitz auf. Dann holt ihr euch euren Autogurt. Das ist cool, dass ich jetzt zwei Stück hier habe. Dann kann ich das auch besser zeigen. Ich mache es nachher nochmal im Auto. Dann holt ihr euch euren Autogurt. Und der wird jetzt einfach hier drunter gemacht. So, heißt, wenn nachher eine Bremsung kommt, bleibt der in dieser Position und rutscht nicht nach oben. So, bei dem hier einmal öffnen. Dann holt ihr euch euren Autogurt. Der kommt dann nachher hier durch. Zack. So, und ist jetzt hier dazwischen. Das heißt, auch bei einer Bremsung kann der jetzt auch wieder nirgendwo nach oben rutschen. Den Samtsäckchengurt machen wir als erstes mal fest. Und zwar, ein Ende geht hier durch, das andere unten drunter hinter den Sitz. Und hier seht ihr jetzt beide Enden. Das eine Ende wird jetzt nachher hier so reingeschoben. Und ihr seht, viel verstellen kann man hier jetzt nicht mehr, damit der Gurt nachher schön stramm auf dem Sitz sitzt. Hier vorne kann man es nochmal schön sehen. Ihr seht, da ist nicht mehr allzu viel Platz. So, ich habe den Gurt mal strammer gezogen und jetzt fasst ihr hier an und dann müsst ihr das Teil hier ungefähr so nach vorne machen. Das hängt hier runter und nachher kommt ja der Anschnallgurt hier dazwischen. Und das wird ja dann hier so verbunden. Ja, und so schaut das dann aus. Also hier ist die dicke Kugel.
Und der Gurt geht jetzt nicht hier so seitlich drüber, sondern der liegt jetzt hier dazwischen und wird dann hier gehalten. Und wenn jetzt, sagen wir mal, eine Vollbremsung ist, dann fupp, geht man so nach vorne. Aber der Bereich, der ist dann geschützt, weil halt hier kein Gurt hergeht. So, Gurt Nummer 1. Gurt Nummer 2. Das Plastik hat ja hier so eine Rundung. Und das passt prima an den Sitz dran. Dann holt ihr euch wieder das andere Ende. Das kommt hier durch, einmal unten drunter. Und hier vorne wird das Ganze wieder verbunden und dann festgezurrt. Bei dem war das Durchdrücken ein bisschen einfacher. Und zwar, weil das Teil ja aus Metall war. Und hier hat man halt nur diesen Stoff. Und da muss man halt mit der Hand mehr hier so drunter durch. Und dann das Ganze nach hinten drücken und dann rausziehen und dann nach vorne hin durchführen. So, jetzt muss das Ganze noch festgezurrt werden. Das geht eigentlich relativ einfach. Und jetzt kann man den Gurt hier unten noch durchfädeln. Also hier an der Seite. Und jo, der ist jetzt gut auf Spann. Kann man natürlich jetzt noch ein bisschen lockerer machen. Ich sag mal so. Das ist immer noch okay. Ja, jetzt hängt hier vorne natürlich das andere Ende vom Gurt rum. Das muss man dann nach hinten machen. Das ist bei dem dann schon wieder ein bisschen besser gelöst. Weil sich der Verschluss unter dem Beifahrersitz befindet, also nicht vorne, wo dann noch irgendein Ende rumbaumelt. Und ich denke mal, das stört auch keinen, der hier hinter sitzt, weil die Füßchen dann einmal links und rechts von dem Verschluss sind und öffnen kann man den mit dem Fuß ja auch nicht, weil man den ja nach vorne hin wegklappen muss. Mir ist auch noch was aufgefallen. Bei dem lässt sich leichter einsteigen, weil wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich mit dem Bein, ihr seht, schon hier an dem Plastikteil dran. Und das ist hier halt nicht so, weil das eine fällt nach vorne und das andere ist schön glatt, das liegt dann auf dem Sitz. Von der Funktion her ist es genauso. Einmal den Gurt seitlich reingesteckt und dann den vorderen bisschen gelockert und dann hier drunter geschoben. Der Bauchbereich, der ist dann ja frei, also liegt wieder kein Gurt seitlich drüber. Und wenn dann eine Bremsung kommt und ihr geht nach vorne, dann passiert in dem Bereich nichts. Mir ist aber auch noch was aufgefallen. Hier drückt er einfach drauf, zack, dann könnt ihr den Gurt direkt hier lösen. Bei dem muss man entweder seitlich lösen oder den locker machen. Fahrt an die Nunte und dann könnt ihr erst hier, seht ihr, nach vorne hin den wegziehen. Also das geht bei dem schon wieder einfacher. Und noch was wollte ich ansprechen. Ihr seht, das Plastik, das ist jetzt so ein bisschen nach oben gerutscht. Und ich kann nachher auch nicht sagen, ob das vielleicht den Sitz irgendwie beschädigen oder zerkratzen könnte. Jetzt habe ich euch die beiden Gurthalter mal kurz vorgestellt. Mein Favorit ist das Samtsäckchen. Das liegt einmal da dran. Man kann den Gurt einmal besser nach hinten wegen dem Metall durchführen. Dann ist der Verbindungsmechanismus, also wo die beiden Teile zusammengesteckt werden, unter dem Sitz und nicht wie bei dem vorne, dass irgendwas rumbaumelt. Hier war halt ein bisschen einfacher, den Gurt nachher stramm zu ziehen. Aber beim Einsteigen hat mich das Plastik gestört. Da kommt man schon mit Bein dagegen und hier habt ihr nachher halt das eine Teil nach vorne, das andere liegt flach auf. Zumal hier kann man den Anschnallgurt nachher auch noch einfacher lösen. Deswegen Samtsäckchen ist mein Favorit. Wollte ich euch mal vorgestellt haben, den kleinen Vergleich. Das war das mit von mir. Ich sage mal tschüss, bis zum nächsten Mal.